Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice22 auf der Silver Run Forest im Projekt Achterbahn, in dem unmöglich Mögliches gemacht wird. Ich kriege dies mit diesem Harvester überhaupt nicht hin. Also ich kann mich ja eigentlich schon mal glücklich schätzen, dass überhaupt einer von Anfang an da ist. Aber da weiß ich nicht, da ist noch ganz viel Luft nach oben, dass ich damit umgehen kann. So, dieser Baum wird mir angezeigt, als ich kann ihn abschneiden, aber ich kriege irgendwie das Ding da nicht ran. Und der zeigt ja auch nicht, dass er zu groß ist. Er kann da nur einfach nicht rumfassen oder so. Naja, ich werde das schon irgendwann noch verstehen, hoffe ich. Also, Harvester fahren ist nicht meins. So. Dann holen wir noch mal ein bisschen das Totholz hier aus dem Baum. Also in Real Life mit der Kettensäge ist es echt einfacher als hier mit dem Ding und der Maus. Das muss ich einfach mal so sagen. Und wahrscheinlich, ich ahne schon ganz Furchtbares, dass dieser Autoload die neuen Bäume nämlich nicht kann. Aber das werden wir gleich mal eben testen. Ich muss immer so nah ran. Kann man den auch nicht? Ja, das wäre aber auch mal ein bisschen ein Witz gewesen, wenn der nicht hätte funktioniert. Krass, also das ist irre. Vielleicht sollte ich das wirklich mit der Kettensäge machen. Den verkaufen. Ich weiß ja nicht mal, wie ich jetzt diesen Arm wieder hochkriege. Das ist ja, also jetzt geht's, aber dann irgendwo unten nicht. Merkwürdig. Nicht so viel heulen. Alles Übungssache. Immer auf jeden Fall schon mal erstmal ein bisschen Holz hier. So, gucken wir mal, ob wir das laden können. Das geht ja schon mal wunderbar. Warte mal, da war die Seite noch umschalten, ne? Mit O.
Ist ja geil. So, dann können wir das nochmal eben festspaxen. Und dann können wir nämlich die erste Fuhre schon zum Sägewerk bringen. Produktion, Sägewerk. Und dann geht das los. Und hier unten ist es ja eigentlich viel besser, Bäume zu fällen. Sehe ich gerade. Nicht so eine Hügel. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder eine Taste gedrückt. Die macht das, was ich nicht will. Es dauert halt alles, irgendwie habe ich das Gefühl. Man muss das Ganze ein bisschen langsamer angehen lassen, dann funktioniert das auch. Jetzt müssen wir den etwas anheben. Anheben. Das ist die Taste. So, dann drehen wir den ganzen Hobel wieder zurück und fahren das Ganze wieder ein. So. Wenn man das mit der Tastatur noch ein bisschen gleichzeitig dazu macht, ist auch schon eine hässliche Ameisenkönigin, ne? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Siehst du, der ist jetzt nämlich dann angekommen. Und jetzt ist die große Frage, wo müssen wir das hinkippen? Ich denke mal einfach hinten ins Wasser. Wäre natürlich traurig, wenn man hier jetzt auch noch verkaufen kann. Aber ich probiere einfach mal aus, was er hier sagt. Hilfe öffnen. Gut, also wenn ich es besitze, dann passiert mir nichts. Dein Wort in Gottes Gehör, Ohrgang. Wir fahren da jetzt einfach rückwärts rein mit dem Trailer und machen die Spanngurte los und gucken mal, was passiert. Wenn ich jetzt Geld kriege, fange ich an zu heulen. Das dauert jetzt so lange, bis das gut ist hier. Und wir produzieren alles. Geil, guck mal, 2000 kriegst du. Also da kommt jetzt richtig was zusammen durch die paar Bäume. Fetten, fetten, fetten Party.
Jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie viel das denn war. An Holz. Nur durch diesen einfachen Trailer. Was heißt einfacher Trailer? So einfach ist der ja nicht. Warum, was ist mit dir? Okay. Standard, Hof. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir haben. 10.000. So, dann kriegen wir eine Palette Bretter aus 1.000. Ja, ungefähr. Also du brauchst auf jeden Fall enorm viel Holz. Der heillose Chaot und der Harvester, könnte man auch sagen. Naja, so chaotisch bin ich nur nicht, aber warum kannst du denn den Arm nicht höher heben? Das mit den Bäume legen ist immer so eine Sache. Dass der Autoloader das doch vernünftig alles, Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Arm so ein bisschen rübergeschwenkt kriegen. Ja, könnte passen. Wenn wir das jetzt sägen. Das Ding ist katastrophal. Nur der kostet wahrscheinlich auch nicht so viel wie der Ponze oder so. Oder der Rottne. Nach rechts schalten. Das heißt, wir haben den schon auf der richtigen Seite. Und jetzt gucken wir mal. So ein Feini. Läuft. Bisschen geht noch. So hoch, noch da. Dieser Baum kann nicht gefällt werden. Weil das nicht mein Grundstück ist. Okay. Hab schon verstanden. Ich hau schon ab. Harvester und Ikes, echt. Wenn ich die mit der Kettensäge umsäge, dann habe ich ja auch ein Problem. Da muss ich ja alles entasten. Das dauert, ist glaube ich, nicht so klug. Bin mir nicht sicher. Vielleicht bin ich aber effektiver so, als hier mit dem Ding. Weil der ist ja auch vom Turmdrehen so langsam.
An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es noch nicht getan hast, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Dann lasst ein Abo da, aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Axie, tschüss. Macht es gut, bis dann und ciao.